Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Bei einer ökumenischen Gedenkfeier wird heute in Haltern der Opfer des Germanwings-Absturzes vor 4 Jahren gedacht. Die Maschine war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf, als sie an einem Berg zerschellte. Unter den 150 Toten waren auch 16 Schüler und 2 Lehrerinnen des Josef-König-Gymnasiums in Haltern. Sie waren auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch. Die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa hat zum Jahrestag zahlreiche Angehörige nach Südfrankreich gebracht. Nach Überzeugung der Ermittler hatte der Co-Pilot die Maschine 2015 absichtlich zum Absturz gebracht. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat erklärt, welche Rolle der Kirche beim Umweltschutz zukäme, und zwar die eines Anwalts der Schöpfung. Wir bräuchten ein Wachstum an Verzicht, das hat der Oberhirte jetzt gefordert bei einer Diskussion zum Thema Umweltschutz. Das Fazit: weniger sei das neue Mehr. Der Erzbischof befürchtet, dass sich nichts ändern würde, wenn das Wirtschaftswachstum zum Fetisch werde. Auch hat Erzbischof Ludwig Schick betont, dass jeder Christ politisch sein solle. Sicher sei, dass auch Jesus politisch war und sein wollte. Und auch das Evangelium sei politisch und wolle dies sein. Darum rufe er Christen zum politischen Engagement für Menschenwürde, Grundrechte und Frieden auf. Als Beispiele nannte Schick das Lebensrecht ungeborener Kinder, die Bewahrung der Schöpfung und den Kampf gegen Populismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Mehr dazu lesen Sie auch auf domradio.de. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, im Erzbistum Köln spricht sich dafür aus, Kinder und Jugendliche in ihren Aktivitäten und in ihrem Engagement im Rahmen von Fridays for Future zu unterstützen. Die Diözesanvorsitzende des Dachverbands Katholischer Kinder- und Jugendverbände im Erzbistum Köln, Elena Stötzel, sagt im Domradio-Interview: Grundsätzlich sind wir auch der Meinung, dass sich Klimapolitik verändern muss. Wir vertreten ja auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen, und da ist es selbstverständlich, dass das ja auch die gleichen Interessen dann sind wie die Schülerinnen und Schüler, die da deutschlandweit und auch europaweit auf die Straße gehen. Und wir finden es einfach wichtig, dass die Meinung von Kindern und Jugendlichen in Politik gehört wird. Seit Wochen gehen tausende Schülerinnen und Schüler in Deutschland und Europa an den Freitagen auf die Straße statt in die Schule. Die Bewegung ist inspiriert von der 16-jährigen Greta Thunberg aus Schweden, die vor Monaten begonnen hat, freitags die Schule zu bestreiken und für einen echten Klimaschutz zu kämpfen. Das zeige, dass sich junge Menschen gegen den Klimawandel und für eine gute Zukunft einsetzten. Sie machten deutlich, dass ihnen ihre Zukunft und die Zukunft nachfolgender Generationen wichtig seien. In ihrem Anliegen wollten sie von der Gesellschaft und der Politik gehört werden. Diese Bewegung begrüßte der BDKJ und halte es für wichtig, die Themen von Kindern und Jugendlichen angemessen aufzugreifen. In diesem Fall für den Kampf gegen den Klimawandel und für eine politische Selbstbestimmung, Meinungsbildung und Interessenvertretung der jungen Generation. Das gesamte Interview finden Sie auf domradio.de. Der von der Leitung des Erzbistums Santiago in Chile zurückgetretene Kardinal Ricardo Ezzati sieht mit Blick auf den Missbrauchsskandal offenbar keinen Grund zur Reue. Er gehe mit erhobenem Haupt, sagte er gestern vor Journalisten in Santiago. Alle Anzeigen, die bei der von ihm eingerichteten Diözesanmeldestelle eingegangen seien, seien untersucht worden oder würden noch untersucht. Prominente Missbrauchsopfer in Chile haben nach seinem Rücktritt Hoffnung auf einen neuen Kurs in der katholischen Kirche bekundet. Der 77-Jährige stehe für alles, was sie über Jahre bekämpft hätten, besonders die Kultur des Missbrauchs und der Vertuschung, erklärten 3 Männer, die als Jugendliche von einem Priester in Chile sexuell missbraucht worden waren. Jahrelang hatten sie vergeblich eine innerkirchliche Aufklärung gefordert. Nachdem im Januar 2018 der Skandal aufgebrochen war, hat Papst Franziskus sie eine Woche lang zu Gesprächen in den Vatikan gebeten und leitete drastische Änderungen ein. Nähere Infos dazu lesen Sie auf domradio.de. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de.